Die unerschütterliche Liebe der Susanne handelt von der titelgebenden 17-Jährigen, die zu dem Schrecken ihres Vaters mit 17 Mutter wird, sich danach in einen Kleinganoven verliebt, ihr eigenes Kind im Stich lässt und schließlich im Gefängnis landet. Was nach übler Kolportage klingt, entpuppt sich als völlig unromantisierte und dadurch extrem packendes Psychogramm einer Getriebenen. Und diese Getriebene spielt Sarah Forestier mit einer unglaublichen, auch Anmut, aber auch von einem unglaublichen Lebenswillen. Und das ist hochgradig beeindruckend. Nicht umsonst ist sie für diese Rolle also für den César zumindest nominiert worden und hätte ihn meiner Meinung nach auch gewinnen müssen. Aber na gut, so läuft es nicht immer. Also aus schauspielerischer Sicht und wer Dramen mag, ein sehr zu empfehlender Film.